Letztes Mal schon nichts hinbekommen, glaube ich. Ja. Aber es passiert halt so viel. Stimmt schon. Was dem Ganzen auch nochmal ein bisschen mehr das Gefühl eines Rollenspiels, also Pen and Papers gibt sozusagen. Ja, man klappert nicht einfach Dungeon für Dungeon ab, sondern es passiert halt auch dazwischen Sachen, die mit anderen Sachen zusammenhängen und so. Und Ja. ist ganz nett gemacht. Was ist Brutstätte der Xenoheresie? Was war das für ein Gerücht? Gerücht, Gerücht, Gerücht. Eine geplündete Lehrenstation in Langgrenzgürteln dient verschiedenen Zeugenaussagen zufolge einer Piratenbande als Basis, die keine Probleme damit hat, Geschäfte mit Xenos zu machen. Ui. Ich meine, das machen wir auch, aber pfui. Das ist ja, nee, das geht Wir ja gar dürfen das nicht. ja. Ja, das ist ja, also, gar nicht gut. Weil Brief. Genau. Das ist ja Konkurrenz zu, verboten. Ich wollte nur kurz gucken. Huch. Na toll. Ja, ich wollte gerade gucken, das müsste doch eigentlich fertig sein. Ja, es ist fertig. Lord Captain, es besteht ein Konflikt zwischen den Anhängern des Ordens des Hammers und den Flüchtlingen aus dem Reich der Winterzunder-Dynastie. In der Nähe des Grabs des Asketen Nikomedas Zephas ist ein Streit ausgebrochen, in dessen Verlauf das Grab beschädigt wurde. Die Pilger, die Zephas Rivalen Philopimenes von Malpi verehren, halten Zephas für einen Dieb, der die Reliquien des heiligen Cognitators gestohlen hat. Sie sagen, er habe das Sakrament von Cognitatos Ruhestätte gestört, nur um sich zu bereichern. Der Orden des Hammers ist erzürnt über die ketzerischen Behauptungen und die Entweihung der Grabstätte der Asketen, des Asketen. Ach du Kacke. Wer sind diese Es geht weiter. Burschen? Ja, das ist. Wer sind diese Burschen Nikomats und Philopimis? Worum geht es hier? Am Anfang ja gesagt, nichts, was eine gute Lasergewehr sei, wenn ich re regeln kann. Aber nein. Ja, Mann. Das war mal einen schönen grünen Planeten. Schau mal im Hintergrund, der ist plötzlich grün. Der war mal nicht grün, wenn ich mich richtig erinnere. Orianus ist unsere Agrarwelt. Ich glaube, die war vorher auch Ne, wir grün. sind nicht bei Janus, wir sind bei Fußdorn. Ich glaube, das Bild ist aber Janus, oder? Nee. Nee, okay, passt. Warum ist der grün? Durch unsere weisen Entscheidungen. Ja, okay, wer sind diese Burschen? Der heilige Nikomedes Cephas ist ein Missionar, der gemeinsam mit den Gründern des Ordens des Hammers in die Ausdehnung kam und ihnen bei der Kolonisierung von Fußdun wertvolle Ratschläge gab. Er hatte viele Welten zum imperialen Glauben konvertiert. Doch seine berühmteste Tat war die Suche nach der Grabstätte des heiligen Cognitatus. Cognatius, so. Seines legendären Predigers. Die Ausdehnung eines legendären Predigers, der die Ausdehnung 1000 Jahre zuvor erobert und unzählige Reliquien hinterlassen hatte. Cephas konnte einige dieser Relikte aufspüren. Der Orden wurde nach dem Energiehammer des heiligen Cognatius benannt. Frommer Ansturm. Philophimenes von Malpi ist ein Priester aus dem Reich der Winterzunders. Er hat zur selben Zeit wie Nikomedes Cephas gepredigt und diesen wegen falscher Verehrung des heiligen Cognatius kritisiert. Er war überzeugt, dass Cognatius den Leuten das unbegreifliche höchste Wissens predigte. Was? Das unbegreifliche höchste Wissens predige und dass jeder Versuch, dieses Wissen zu erlernen, nur zur Ketzerei führen konnte. Er nannte die Suche nach der Grabstätte des heiligen Cognatius Blasphemie und das Sammeln der Reliquien Plünderung und Diebstahl. In seinen Augen sollten die heiligen Gegenstände nicht an einem einzigen Ort versammelt sein, sondern Zuflucht auf vielen verschiedenen Welten finden. Die Reliquien sind Macht, und wenn man sie versammelt, so führt das nur zu Stolz. Okay, was haben wir als Möglichkeiten? Und diese Gäste, die offenbar ihre Manieren vergessen haben, werden unverzüglich bestraft. Eine Woche ohne Wasserrationen. Wir teilen die Entrüstung des Ordens des Hammers. Also das wäre, wir werden uns auf Seiten des Ordens stellen. Lasst sie ihre Vertreter bringen und versuchen wir eine Form der Koexistenz auszuhandeln. Das ist wieder der Mittelweg. Und dann die Malpianer legen beeindruckend
druckenden Eifer an den Tag. Ich beauftrage den Orden des Hammers, 100 der Neuankömmlinge in seinen Reihe aufzunehmen. Sie sollen voneinander lernen und diesen einzigartigen Pfad zur Verehrung des Cognatius akzeptieren. Hä? Moment. Nochmal. Es besteht ein Konflikt zwischen Anhängern des in der Nähe des Grabes des Asketen ist ein Streit ausgebrochen, in dessen Verlauf das Grab beschädigt wurde. Die Pilger, die. Also ich kann es ja kurz zusammenfassen, warte. Es gibt einmal die Malpianer, wie sie hier genannt werden. Die denken halt, dass ihr Heiliger, deren Heilige hat quasi den Heiligen von den Hammerleuten beschuldigt, dass der halt nur Sachen geklaut hätte, statt Reliquien zu sammeln, weil das eigentlich so Blasphemie wäre, dass so das halt einfach im Prinzip Evangelium gegen Katholische, oh Gott, ja. Die wollen sich nur bereichern. Ja. Jetzt habe ich verstanden. Mein Denkfehler schon. Option 5 wäre halt, die zusammenzuführen und dass sie sich irgendwie einen theologischen Mittelweg selber zusammenpflastern sollen. Ja. Nee, ich, mein Missverständnis war an der Stelle, dass ich gedacht habe, es geht um die Kolonisten, die Flüchtlinge, aber es geht da gar nicht um die Flüchtlinge, sondern es sind irgendwelche neuen Gäste, die da irgendwie angekommen sind. Jetzt. Nee, das sind die Flüchtlinge. Also doch, okay. Die haben ihren Glauben aus dem Winterzunderreich mitgenommen. Okay. Verstanden. Was sagen meine Berater? Indem sie in ein fremdes Reich gekommen sind, beweisen die Malpianer ihre Unverfrorenheit. Sie sollten bestraft werden. Wir schicken sie auf eine Pilgerreise, um die Reliquien des heiligen Cognatius zu finden und die Wege des heiligen Zephas zu lernen. Auf diese Weise wären sie für die Wiederbeschaffung der verlorenen Reliquien nützlich und der Orden des Hammers wäre mit einem gerechten Urteil zufrieden. Hä? Ja. Okay. In der 5. Ophelischen Kathedrale gab es einen ähnlichen Glaubensstreit und der Konflikt zwischen den beiden Kulten wurde durch ein heiliges Duell beigelegt. 20 Streiter von jeder Seite traten vor und beide Seiten schworen, im Fall ihrer Niederlage die Lehren des Siegers anzunehmen. Ich schlage vor, dem Edikt der Kathedrale zu folgen und den Streit auf die gleiche Weise beizulegen. Schlägerei! Yay! Yeah. Jetzt hast du. Sie halten ihren Glauben für überlegen. Dann sollten sie es beweisen. Unterzieht sie einer strengen Glaubensprüfung. Wenn sie überleben, haben sie ihre Überzeugung unter Beweis gestellt. Auch wenn der Orden des Hammers ihre Argumente nicht akzeptiert, es fiele ihm leichter, das Recht der Neuankömmlinge auf eine eigene Verehrung des heiligen Cognatius anzuerkennen, wenn sie ihre Überzeugung durch Blut und Schmerz unter Beweis stellen. Jetzt bin ich etwas irritiert, weil die drei Aussagen in keinster. Ach doch, Heinrich, jetzt haben die sich. Ach, oh Gott, jetzt sind noch mehr dazu gekommen. Ach du Kacke. Anstatt mir hier irgendwie. Was sind das für Berater? Ihr sollt mir die Entscheidung leichter machen und nicht noch mehr hinzufügen. Ach du Kacke. Du musst die Option, macht doch, was ihr wollt. Genau. Heinrichs hat recht. Schickten wir die größten Fanatiker auf eine Pilgerreise, um Buße zu tun und die Reliquien zurückzubeschaffen. Wir sollten das Edikt des 5. Ophelischen Kathedrale befolgen. Die Stärke soll entscheiden, wessen Überzeugungen die richtigen sind. Lasst sie ihre Vertreter bringen und versuchen wir eine Form der Koexistenz auszuhandeln. Wir gestatten den Malpianern durch eine strenge Glaubensprüfung zu beweisen, wie stark ihre Überzeugung ist. Die Malpianer legen beeindruckenden Eifer an den Tag. Ich beauftrage den Orden, 100 der Neuankömmlinge in seinen Reihen aufzunehmen. Sie sollen voneinander lernen und diesen einzigartigen Pfad der Verehrung des Cognatius akzeptieren. Ich finde 4 tatsächlich eine sehr diplomatische Lösung. Am Grunde liegt es da nur an denen. Ja, das ist ein Gebatsche. Also, wenn ich die jetzt vor mir hätte und ich wüsste ungefähr, dass die von den Kampffähigkeiten, also da geht es ja um Kampf, oder? Ja, Duell. Ja, ich gehe davon aus, dass damit kein Duell der Worte gemeint ist, sondern eins mit Fäusten. Und ich habe jetzt keine Ahnung, ob
die einen, also wenn die einen hauptsächlich geistige Arbeit machen und die anderen hauptsächlich körperliche Arbeit, dann ist das recht schon entschieden. Ich weiß aber immer noch nicht, ob das das Richtige oder Bessere ist, weil der Glaube hilft ja nicht wirklich dem Geist weiter an der Stelle. Ich glaube, darum geht es auch nicht wirklich. Also zumindest nicht für dich. Es geht darum, beide Seiten irgendwie zufriedenzustellen. Ja, deswegen würde mich fast drei eher so Bei aus drei der. bestrafst du aber trotzdem noch die Fanat, also die Flüchtlinge. Ja, aber ich bekomme eventuell Reliquien in mein Reich. Verstehst? Ja, die bekommst aber nicht du, die bekommt der Orden des Hammers. Ja, aber sie sind in meinem. Der Planet ist meins. Das Kloster aber nicht. Das ist quasi ein Lehen. Ja, aber es ist in meinem Einflussterritorium. Das ist ja wie die ganzen Heiligen, also wenn wir uns jetzt auf die Reliquien des Mittelalters und Spätmittelalter, Heilig Römische Reich, da war dann natürlich die Stadt Köln mit ihren Gebeinen von den drei Königen proppe stolz, aber das hat ja trotzdem auch der Kaiser hat damit angeben können gegenüber fremden Ländern, hey, bei mir Hast sind du übrigens nicht die Gebeine vorher noch da. gesagt, dass du kein Gläubiger bist, selber? Moment, es geht ja nicht um Glauben. Ja, doch. Was haben die mit den Gebeinen der Heiligen Drei Könige? Die haben Pilger angelockt, die Geld gebracht haben. Ja, natürlich hauptsächlich der Kirche, aber die haben ja auch irgendwo leben müssen. Also auch der Stadt und damit auch wieder mir. Verstehst? Sprich, wenn da Leute hinreisen, lassen die ja nicht nur im Kloster Geld, sondern auch auf dem Rest vom Planeten. Das heißt, der Planet floriert und das ist wieder meins. Pilgerreisen sind etwas anders in 40k. Okay. Florieren würde ich das nicht nennen. Ist es mehr eine Hatsch? Okay. Also Geld, die da ankommen, haben sowieso kein Geld. Okay, das ist Das mir okay da haben die schon auf verstanden. die, für die Reise an sich auf den Kopf gehauen. Also. Also du wärst für vier. Wie steht Also ich halt finde vier der. tatsächlich sehr diplomatisch. Weil erstmal bist du fein raus. Du hast damit gar nichts zu tun, quasi. Weil diesen Entscheid gab es, das ist quasi wie ein Gerichtsentscheid. Den gab es schon mal, machen wir wieder. Und keiner von den beiden kann sich irgendwie nachteilig fühlen dadurch. Ja, aber am Ende Weil es des quasi nur Tages, an denen selber liegt. ja. Also wenn man es, die bisherige Herangehensweise an den Konflikt wäre die Antwort 5 die richtige. Ja, würde auch gehen. Also, ist halt die Frage, was dabei rauskommt dann, aber ist halt weniger endgültig. Und ich weiß nicht, ob das mit religiösen Leuten zu diskutieren, naja. Ja, das Weiß ist immer schwer. nicht. Sieben würde ich halt den Orden des Hammers dazu zwingen, einen anderen Glauben anzunehmen. Also da würde ich entscheiden. Also du integrierst, versuchst sie halt da rein zu integrieren, ne? Das ist quasi, da kommen die ganzen Ausländer. Lasst sie Vertreter bringen und versuchen wir eine Form, also vier oder fünf. Du bist der vierte Berater, ich nehme einfach Agathas. Wir sollten das Edikt, dann gucken wir mal. Okay. Ich sorge dafür, dass der Duellierplatz im Kloster vorbereitet wird. Vier Dutzend Kämpfer trafen in einem erbitterten Schlacht aufeinander. Die beiden Seiten waren ebenbürtig. Es war ein rechtschaffenes Duell. Am Ende stand nur noch der unbezwingbare Hektarius, der Priester des Ordens des Hammers. Die Malepaner hielten sich an ihren Schwur, neigten sich vor ihm und akzeptierten die Lehren des heiligen Nikomedes. Okay. Klingt doch gut. Profitfaktor plus 2. Sicherheit einmal erhöht und wir haben einmal 20 mal 100%. Die Anzeige verstehe ich immer noch nicht. Da haben wir letztes Mal schon drüber diskutiert, ob das jetzt 20 heilige Das lässt Geschenke. sich ja jetzt prüfen, wenn wir 20 so viele heilige Geschenke haben. Stimmt.
Aber erst müssen wir noch was Wichtigeres machen. Wir können jetzt Rang 2 von der Heiligkeit berührt. Wir kommen heute wahrscheinlich nicht mehr irgendwo an. Wir haben tatsächlich 20 volle Kisten gekriegt, wenn ich das hier richtig sehe. Krass, okay. Das ist krass, ja. Okay, von der Heiligkeit berührt. Sankt Cognitus hat viele Schätze hinterlassen, nach denen nun mächtige Männer und Frauen gieren. Freihändlerin Incendia Corda besitzt die Splitter eines unschätzbar wertvollen Kombi-Tools, auf dem sich die Fingerabdrücke des Heiligen befinden. Okay, wir haben Knochen von demjenigen auf, wir haben einen Fingerabdruck desjenigen über. Okay. Auf dem Akkuschrauber. Ja. Das Relikt formell über das Adeptus Administratum zurückzufordern, wird ein bürokratischer Krieg, der einflussreiche Verbündete und eine ganze Armee an Personal und Schreibern erfordert. Wenn das Relikt jedoch in die Obhut der Mönche des Ordens des Hammers übergeht, ist das ein großer Triumph für die Gläubigen. Bequemlichkeit plus 2, Machtfaktor. Also das ist die Voraussetzung. Okay. Bequemlichkeit steigt um 2. Wirkt sich auf den von der Kolonie produzierten Profitfaktor sowie auf die Geschwindigkeit von Projekten in der Kolonie aus. Für jeden Punkt Bequemlichkeit erhöht sich der Profitfaktor bzw. verringert sich die Geschwindigkeit um 10%. Okay. Dreckige Bürokratie. Wenn im Namen der Ekklesiarchie auf anderen Welten ein religiöser Zehnt eingetrieben wird, lässt sich von dem Gewinn ein Teil abzweigen. 3 Profitfaktor, ein Vertrag verfügbar, unstillbare Gier. Der Freihändler wurde von einem hochrangigen Administratumbeamten kontaktiert, der zuvor geholfen hat, ein Relikt von St. Cognatius aus dem Haus Corda zu bergen. Das großzügige Bestechungsgeld hat ihm gefallen. Er könnte noch mehr davon im Tausch gegen die angeforderten Reichtum verspricht er, dass sich ein Fehler in die Berechnung des Administratums einschleichen wird, sodass alle Vorräte von der Agrarwelt Micros Alpha nach Draganus geschickt werden, statt in die orbitale Festung Draganus II der Flotte. Der russische Ansatz. Ja, ja. Luxus zu verkaufen, die Vergebung der zu verkaufen, kann eine beträchtliche Einnahmequelle erstellen. Profitfaktor plus 1, Gefährten der Lehre plus 2000. Das fällt also raus. Bleibt die Frage dreckige Bürokratie oder von der Heiligkeit berührt? Die dreckige Bürokratie würde uns neben dem Vertrag, der dann wahrscheinlich auch nochmal einen Profitfaktor nach oben, würde uns halt sozusagen zweimal ja, so ein bisschen direkt. Ich meine, das, was die Kirche einnimmt, das ist ja, also. Ja, die würde uns zweimal direkt den Profitfaktor nach oben treiben. Während der Heiligkeit berührt würde plus 10%, was dann eventuell noch skalieren könnte mit anderen Dingen, die hier noch irgendwie passieren können, je nachdem. Da kann man schon ein bisschen was abzwacken. Oh, und der andere ist auch fertig. Mittel der Faulheit. Wurde gar nicht, okay. Da kam gar kein Event. Interessant. Okay, müssen wir auch gleich noch gucken. Und vielleicht nicht mehr. Mich würde aber jetzt rein, dieses Relikt zu haben, ist schön aus den Gründen, wie ich es gerade dargestellt habe, aber mich würde es halt schon reizen, die Konkurrenz da so ein bisschen auch etwas wegzunehmen, also der Cordura. Oder, ja. Und ja, das ist dann indirekt, aber 2 plus 2, das sind 20%, das könnte sich dann langfristig vielleicht eher lohnen. Je nachdem, was da noch an Dingen kommt. Dann machen wir das. Von der Heiligkeit berührt. Wird ausgeführt und Janus, da hätten wir doch was bekommen sollen, dachte ich. Können wir das nochmal sehen?
Ah, ne, nur die Effizienz steigt auf allen Kolonien. Okay, was heißt nur? Ist doch schön. Okay. Effizienz überall. Wir können hier noch was weiteres machen, und zwar das Geheimnis der Winterzunders. Der Legende zufolge kennt das Haus Winterzunder die Geheimnisse von Gasfaktorien, Werkstätten, in denen tonnenweise organische Rohmaterialien in Fermentationsfässern, Heißpressen und Druckrohren zu wertvollen Chemikalien verarbeitet wird. Diese heilige Technologie könnte es Janus ermöglichen, gewaltige Mengen an Promethium zu produzieren. Aber nur die fähigsten und am besten bezahlten Schmuggler sind der Aufgabe gewachsen, diesen Schatz zu stehlen. Blut und Nephium. Calgius Winterzunder hat herausgefunden, dass ihm das Geheimnis der Gasfaktorien gestohlen wurde. Er ist jedoch bereit, das finde ich jetzt schade, dass man das hier schon sieht. Er ist jedoch bereit, diesen unglücklichen Zwischenfall zu vergessen und bietet die Aussicht auf sehr viel größere Gewinne an. Er ist nun versessen von der Idee, die Nephiumanlage von Haus Korda auf der gefrorenen Welt Lucinis Atem zu erobern. Für Calgus selbst scheint der Profit nur ein angenehmer Nebeneffekt zu sein. Die Hauptsache ist die Gelegenheit, in den Planetenschlachten unzählige Diener von Haus Korda zu massakrieren. Er bietet ein eigenes eingangs erwähnt unschätzbar wertvollen Brennstoff im Tausch gegen die Kampfkraft an, der es ihm so bitter mangelt. Würde uns 6-mal Chemikalien und 5-mal Promethium liefern. Machen wir, oder? Für 3 Vorräte, das ist schon eine gute Investition. Haben wir 3 Vorräte? Ja, müssen wir ja, sonst könnten wir es ja nicht machen. Wir haben 9 aktuell. Ja. Also plus. Ja. Warum steht hier plus 4, plus 1? Das verstehe ich noch nicht ganz. Ich glaube, Janos hat ein Net positiv von 4. Ich glaube, deswegen steht das da. Okay. Ja, mach mal. Wir können direkt noch ein weiteres Plug. Nee, können wir nicht, aber der Slot ist frei. Okay. So. Und jetzt müssen wir leider doch nochmal wohin gehen. Wo war das Fenster, wo wir handeln konnten? Muss man dazu mit dem Dings labern? Dann machen wir das erstmal nicht. Okay, So, gut. also wieso, was wolltest du handeln? Wenn wir heilige Geschenke haben, eintauschen, um dann eventuell an bessere Waffen und so Gedöns ranzukommen. Ach so, ja, gut. Aber Das läuft ja das. nicht weg. Ne. Dann fliegen Apropos wir mal. bessere Waffen. Gerade, wo haben wir das denn gekriegt? Was? Am neuen Schwert? Das ist mir noch nicht aufgefallen. Welches? Solpettern Energieschwert. Ja, und das wäre auch eins, was ich mir geben, also wenn es bei dir nicht irgendwie. Zeit für Heinrichs wäre es wahrscheinlich interessant, wegen, weil ich glaube, der hat ja Lichtklinge mittlerweile. Ja, das Psi-Schwert. Ich glaube, er hat aber, also wenn du, ich glaube, der hat den Skill Lichtklinge, hatte ich ihm, glaube ich, gegeben. Ich muss mal schauen. Dann macht er nämlich alle Energieschwerter auch zu einem Psi-Schwert quasi. Die kriegen denselben Bonus dann. Und sein Psi-Schwert selber hat halt nur 7 bis 11, ne? Schaden. Ja, nimm du das erstmal. Passt schon. Der Powergrip ist auch. Hä? Wo kommt denn das zurück? Der Powergrip ist mir auch nicht aufgefallen. Gewährt plus 10 Stärke. Doch, den hatten wir schon länger. Ah, Den stimmt, Krieg. stimmt, stimmt. Der sah noch anders aus. Idira kannst du auch gleich mal die Schuhe und das Dings anziehen, oder? Den Handschuh und die Schuhe. Ach ja. Was sind denn aktuell für Schuhe?
nichts Ordentliches. Oh, ich nehme an die Expeditionsschule für Madame. Immer wenn der Träger eine Navigationskraft einsetzt, erhält er plus 15% auf Ausweichen bis zum Ende der Runde. Oh, ja. Ich weiß, es macht bei ihr wahrscheinlich nicht viel Sinn, aber mangels, es sei denn, jemand anders kann die Stärke gerade. Was bringt denn Stärke noch? Athletik. Nee, du hast einen Scharfschützenhandschuh, den behältst du auch schön an. Es gibt auf jeden Fall neue Animationen, glaube ich, ne? Hier auch an der Ansicht. Fällt mir gerade so auf, mein Charakter, der zielt ab und an mal und so. Habe ich ehrlich gesagt noch nie irgendwie drauf geachtet, deswegen kann ich es jetzt nicht sagen. Vorher standen die immer nur da, jetzt bewegen die sich auch ab und an mal. Hat er gerade nachgeladen? Ja, interessant. Das macht bei ihr keinen Unterschied. Okay. Gut. Fliegen wir weiter? Ja.